Ja, willkommen zurück. Part 2 Order and Chaos auf Android. Und ja, wir hatten jetzt vor kurzem hier Schluss gemacht mit unserem Bluteimer. Und ich hatte mir noch mal kurz die erste Aufnahme angeschaut und ich hatte da so ein komisches Klacken-Nebengeräusch. Ich denke mal, das ist jetzt weg. ja, mein Headset ist nicht mehr so das Neueste. Und da habe ich dann irgendwie so ein komisches Nebengeräusch gehabt. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Liegt wahrscheinlich dran, weil ich das Headset noch an der Anlage dran hatte, um den Game-Sound zu hören. Gut, das habe ich jetzt mal geändert und ich denke mal, das müsste jetzt weg sein. Okay, dann geht's weiter mit Part 2. Und wir schauen erstmal, was wir an Aufträgen noch haben. Wir sollen, ja, Nachtschwarz sollen wir töten. Das ist der große, oder dieses große Schwein, was uns vorhin schon fast dahin gerafft hat. Und den machen wir doch mal schnell. Vorhin ist mir irgendwie was noch in den Sinn gekommen, was ich erzählen wollte. Ach so, genau. Beutel. Also, man sieht, es ist im Moment nicht viel Platz. Wir haben 12 Charakterplätze oder 12 Beutelplätze haben wir und wir können die natürlich auch erweitern, indem wir dann nochmal 6 Slots dazu kaufen. Das können wir jetzt eigentlich mal machen für ein Silber. So, das haben wir nochmal 6 dazu und die nächsten 6 Slots kosten schon 3 Gold. Also man sieht, wir müssen viele Sachen, die wir jetzt aufsammeln, beziehungsweise viele Sachen immer aufsammeln und dann schön verkaufen. Suche Gilde. Ja, dann. Da werde ich wahrscheinlich später auch nochmal rankommen und mir eine Gilde suchen. Da unten sehe ich gerade eine Quest. Töte Spinne im Echolwald. Machen wir. Aber erstmal wollen wir Nachtschwarz killen. Der muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht wurde er auch schon gerade gekillt. Schauen wir mal auf unsere Karte. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin da. Ich bin eigentlich genau am Kreuz. Dann wurde der wahrscheinlich gerade gekillt. Da ist er schon. So, auf ein neues. Kriegt er erstmal hier einen schnellen Schuss. Wir können ja mal wechseln und bisschen ein auf Mörder machen. Oh, das geht doch ganz entspannt hier. Und dann noch ein. So. Nachtschwarz haben wir gekillt. Leider nichts Großartiges an Drops gehabt. Nee, bevor ich jetzt hier was esse, laufe ich lieber hier weg, bevor er gleich wiederkommt. Und ach, das Leben, das füllt sich jetzt schon von alleine wieder auf. So, geben wir die Quest ab? Nee, wir geben diese Quest noch nicht ab. Wir werden erstmal die nächste machen. Säuberen schwarzen Fluss. Schauen wir mal. Wo ist der? Der ist hier. Da sieht man rot umkreist. Machen wir den mal. So, mal wieder zurück. Also, das ist wirklich, das zocke ich sogar im Bett. Da mache ich es mir dann gemütlich, wenn ich dann noch nicht so ganz müde bin. Dann spiele ich Order and Chaos. Das Spiel hat es mir echt angetan. Ich kann mich davon schwer lösen. So, Spinnen. Stufe 4. Sind schon etwas härtere Kandidaten hier. So, 5 Stück sollen wir killen. Einen haben wir. Der hat leider kein Loot.
Dann wollen wir zur nächsten Spinne. Ich hätte mal wahrscheinlich ein bisschen warten sollen. Mein Leben, dass es wieder sich von allein schnell auffüllt. Das werden wir jetzt machen. Die Spinne hat auch kein Loot. Was soll denn das? Okay. Wir haben ja Brot. Wir essen eine Runde Brot. Kaffee ist leider alle. Ich habe mir jetzt leider keinen neuen gemacht. So, Mist. Kann ich ja später nochmal nachholen. So, okay. Das wissen gar nicht. Das ist hier unten. Aber Spinnen sollen wir ja auch töten. Aber sollen, glaube ich, die sich auch killen? Ah, machen wir aber. Daneben. Dreck. Oh, Stufe 5. Okay. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen was zu tun haben. Loh, gezeigten Lindwurm. Oh nein, ich krepiere. Hilfe. Mein lieber Herr Gesangsverein, was ist das jetzt? Die Geschäftselemente sind für dich vielleicht von Nutzen, also verkaufe sie. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Hat er gezählt? Mussten wir den jetzt auch töten? Ja, ich glaube ja, ne? Das ist Nachtschwarz. Leckere Krabben. Da ist nichts. Ah, okay, die Spinnen. Die sollten wir töten. Machen wir erstmal die Spinnen. Ah, so viele Quests. So. Man bekommt später natürlich auch noch die Möglichkeit, irgendwelche Buffs zu bekommen. Das heißt, dass man irgendwie für ein paar Sekunden, für 10 Sekunden oder so, 50% weniger Schaden nimmt. Und, diverse andere Buffs. Oh, noch nicht angreifen. Bluteimer, den geht's nicht gut. Futtern wir nochmal ein bisschen Brot. Es ärgert mich schon, dass beim ersten Part dieses komische Klacken war. Dafür entschuldige ich mich noch. Es wird Zeit für ein neues Headset. So, aufgefüllt. Weiter im Text. Ich muss mal gucken, vielleicht gehe ich doch auf eher auf Mörder als auf Bogenschütze. Aber da werde ich den sehen, wenn ich den ersten Punkt vergeben kann. Ich glaube, oder können wir den schon vergeben, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade angegriffen. Oh nein! Ihr macht es dem alten Tom echt nicht einfach hier. Noch zwei. Also ich guck mal lieber nicht. So, dann kill dir das mal schnell. Das wird aber echt richtig kurz vor Krepiering ist der Bluteimer. So, okay. Jetzt warten wir noch mal einen Augenblick. Ich glaube, hier dürfte uns nichts passieren. Ich wollte noch mal gucken wegen Talente. Ne, wir haben noch nichts zu vergeben. Aber ich denke mal, ich werde wohl eher doch auf Mörder gehen. Mörder, Talentbeherrschung, Straßen des Mörders erhöht Nahkampfschaden dauerhaft um 30% und reduziert Distanzschaden dauerhaft um 60%. Das hört sich doch eigentlich recht gut an. Okay, warten wir es mal ab, wann wir denn da reinskillen können. Ja. So. Nächste Spinne. Neues Glück.
Wobei, so richtig Schaden macht das Ding ja noch nicht. Bin ich wahrscheinlich mit dem Pfeil und Bogen noch ein bisschen besser bedient. Gnadenlose Weberspinne. Ich hasse Spinnen. Oh nein, wir blinken schon wieder. Wir sind kurz vor tot. Das kann doch nicht sein. Da sind schon wieder fast tot. Hart. So, die Spinne haben wir schon mal. Ruhen wir noch ein bisschen aus und gucken, was gab es noch? Waren das nur die, nee, wir müssen noch grobe Weberspinnen töten. Oh, das sind die blauen, glaube ich, gewesen, ne? Das sind gnadenlose. Die blauen, die grünen eher. Grobe, da sind sie. Prima. Noch eine. Wie im Kampf. Ach, okay. Brauche ich da nicht hinrennen. Wieso greift er jetzt dich an? Was soll denn das? Ah. Okay. Drücken soll gelernt sein. Prima, dieses Quest haben wir auch erledigt. Und jetzt schauen wir noch mal, nehmen wir doch gleich mal den nächsten leckere Krabben. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt genau ist. Nicht, dass ich jetzt hier wegrenne. Und der nächste ist hier. Nachtschwan. Säubere schwarzen Fluss. Ah, siehst du hier. Hier unten. Die müssen wir uns noch zu Gemüte ziehen. Oh, ich wurde Schaden. Ich konnte jetzt gar nicht so schnell lesen, was der. Mit was der mich da verflucht hat. Effekt, Schaden. Ey Mann, nicht so schnell. So, und da geht's dem Bluteimer wieder schlecht. Kennen wir ja nicht anders von ihm. Vielleicht hätte ich mir doch einen Krieger nehmen müssen. Aber das wird schon. Tank vor MZL. Ich denke mal, MZL sind doch, ist glaube ich sowas wie eine Instanz. Kann aber auch sein, dass sie einen Weltboss meinen. Es gibt ja, es tauchen ja auch hier irgendwie Weltbosse auf, die man dann zusammenlegen kann. Aber noch ist mir keiner unter die Augen gekommen. Wird alles noch folgen, bestimmt. So, das dürfte der letzte sein. Hat nicht der letzte. Harpuniere sind das. Die muss ich auch noch. Boah, mein Gott. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an hier. Los, Bluteimer. Schneit immer noch draußen. Kohle. So, noch vier. Die greifen uns nicht an. Also ich spiele das hier auf einem 9 Zoll Tablet. Geht eigentlich. Das ist eins von Lenovo. Ich werde nochmal in die Videobeschreibung die genaue Bezeichnung von meinem Tablet posten. So. Und wer sich fragt, wie nehme ich das Ganze auf, das nehme ich hier mit meiner Elgato auf am PC. Ich hatte mir für meinen
Tablet ein Mini-HDMI-Kabel besorgt. Oder Mikro oder nee, Mini. Und ja, das andere Ende geht in mein Tablet, das andere in die Elgato. Und somit kann ich dann so schön von meinem Tablet ja auch Videos von Android-Spiele machen. Was denn da jetzt auch in Zukunft passiert? Das wird ja auch töten. Also da wird es schon auf jeden Fall noch mehr geben. Ich werde wohl wahrscheinlich auch Bluteimer weitermachen. Und sowas wie ein Let's Play. Aber da kann ich nicht versprechen, dass jeden Tag irgendwie ein neuer Part kommt. Das wird dann wohl nach Lust und Laune passieren. So, ich muss noch mal kurz einen Blick in die Aufträge werfen. Wir brauchen noch Harpuniere. Zwei Stück. Bist du einer? Harpunier, ja. So. Lassen wir den mal ein bisschen rennen. So, ein noch. Wir sind eigentlich schon außerhalb, aber na egal. Nehmen wir. Nee, das ist ja nicht. Das ist eine Krabbe. Lindwurm geht's. Was sind denn die Harpuniere? Die ist alle weg. Da hinten ist noch ein Harpunier. Das ist ein Harpunier. Ich werde wohl wahrscheinlich auch noch ein Let's Play starten. Und oh, wir sind Level 5, sind aufgestiegen. Super. Glückwunsch, Bluteimer. Ich werde wohl wahrscheinlich noch ein Let's Play starten. Und zwar Dishonored. Da habe ich mir, beziehungsweise meine Frau hatte ein Angebot gesehen. Die Game of the Year Edition mit allem drum und dran. Mit ganzen DLCs, was bis jetzt so rausgekommen ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie bezahlt hat. Sie hat gesagt, sie hat nicht viel bezahlt. Und da werde ich wohl wahrscheinlich ein kleines Let's Play starten. Und freue ich mich auch schon drauf. Gut, der Auftrag müsste erledigt sein. Haben wir erledigt. Bestienmeister oben haben wir auch erledigt. Leckere Krabben. Beschaffe ganze Krabben für Krabben. Hier sind noch Krabben. Sind es die vielleicht? Aber der wollte ganze Krabben haben. Keine zerstückelten. Panzer. Da, ganze Krabbe. Diese sind richtig, also gehen wir hier auch gleich mal weiter. Level 5 sind wir auch geworden. Da kann ich gleich nochmal gucken, ob wir Punkte vergeben können. Beutel ist voll. Na, ganz toll. Ja, man soll ja auch hin und wieder auch mal verkaufen. So, Mist. Ich habe keine 3 Gold, jetzt nochmal aufzustocken. Ich schmeiße ungern was weg. Was ich schade finde, ist, dass ich nicht sehen kann, was würden jetzt so die Preise sehen, was die verschiedenen Sachen jetzt eventuell beim Händler geben wird. Aber gut, verrottetes Krabbenfleisch. Ach komm, schmeißen wir diese alten stinkigen Dinger weg und nehmen das Fleisch mit. Werden wir wahrscheinlich eh mehr finden. Dann kann man sie ja stacken. Panzer. Oder war das jetzt schon fertig mit den Krabben? Nee, wir brauchen noch 4. 4 Stück. Dann hat halt nicht jede Krabbe eine ganze Krabbe. So.
hier zum Beispiel gar nichts drin. Doofe Krabbe. Die hat auch nichts drin. Die sind aber echt geizig heute, die Krabben. Mach es nicht so spannend. Daneben, andauernd knall ich daneben. Was soll denn das? Ja, natürlich. Ich pfeife wieder aus dem letzten Loch. Bluteimer kann überhaupt nichts ab. So. Jetzt mal das aufsammeln hier. Da haben wir schon mal wieder eine Krabbe. Naja, aber das kenne ich ja vom WoW auch, wenn man irgendwelche Sachen zusammenfarmen muss, beziehungsweise man hat eine Quest, man muss, was weiß ich, 50 Fell besorgen oder so, dann hat nicht jeder Mob das drinne. Wäre ja auch zu langweilig, da ist eine ganze Krabbe drin. Sprich, wir brauchen noch drei. Kann ich so weit schießen? Ja. Brauche ich nicht so weit laufen. Wollen ja nicht unnötig Fersengeld geben hier. So, die Krabbe hat sich. Hat nichts drin. Da haben wir eine ganze Krabbe. Noch zwei. Super. So, ich glaube, den muss ich beiseite räumen. Der ist irgendwie im Weg. Ja, ich sehe mein Leben wieder runter gehen. So. Mein Gott. So. Ganz kurz futtern. Bisschen Brot. Gut. Und weiter geht's. Steh auf da, Bluteimer. Hör auf zu fressen. Du sollst kämpfen. Auch unbedingt irgendwie stärkere Waffen noch. Da haben wir eine ganze Krabbe. Eine ganze Krabbe noch. Na, nicht weglaufen. Jetzt rennt sie auch noch los. Ah, jetzt muss ich diesen Harpunier da auch noch beiseite schaffen. Ey, Mann. Dass die immer weglaufen müssen. Komm. So, den haben wir auch. Und die Krabbe hat natürlich nichts. Da wäre ja auch zu schön. Nein, ich greife jetzt einfach an. Ich habe doch nur noch halbes Leben. Mal gucken. So. Bitte, bitte. Ja. Ja, mein Gott. So, jetzt müssen wir nur hier heil rauskommen. Und ich denke mal, nehmen wir gleich den. Weil wenn wir ohnehin nicht einfach so drumherum gekommen. Alter Schülerrock. Ja, der Beutel ist voll. Lass ich das mal da drin. Und, ach, hier sind auch noch die Spinnen. Sag bloß, ich hätte da drüben bleiben können. Gehen wir doch hier jetzt mal. Komm wieder hoch. Hey. Wie sieht es überhaupt aus mit dem Verkäufer, Leute? Ich muss auch hier auch mal meine Taschen leer kriegen.
weil ich kann doch nicht irgendwas einfach meine Sachen wegschmeißen. Ich sammle die hier alle so schön, will Kohle machen. Na gut, vielleicht kriege ich auch einfach nur Geld jetzt. Ich gebe mal kurz hier ab. Nee, ich kriege da Gegenstände. Ich habe keinen Platz, Leute. Mann. Da sieht gut aus. Ja, ich kann verkaufen. Super. Hallo. Heiltränke, wie viele Heiltränke haben wir eigentlich noch? Drei. Können wir eigentlich. Na, können wir gleich noch ein paar besorgen. So, Clownsplitter verkaufen wir. Dieses Objekt kann beim Händler verkauft werden. Verkaufen wir auch. Unser verrottetes Krabbenfleisch verkaufen wir. Zahnbruchstücke verkaufen wir auch. So, was ist das? Stufe 9. Weiß ich gar nicht. Muss ich gleich noch mal kurz prüfen. Die können wir verkaufen. Oh, das kommt auf weg. Questgegenstand. Oh, was ist, haben wir das? Verkauft werden. Super, da kommt doch schon ein bisschen Kohle rein. Das ist Fell, das behalten wir, weil ich noch nicht genau weiß, was ich jetzt für einen Beruf gleich noch mache oder später. Gucken wir erstmal ganz kurz, was das für eine Rüstung ist. Ich kann mich nämlich gar nicht mehr daran erinnern, was das jetzt für eine Rüstung ist. Rüstung 9. Und diese Tragerüstung 8, ja Mensch. Dann nehme ich doch die. Ha. Nice to meet you. So, und die können wir verscherbeln. Gut, die Stoffe behalte ich auch. Oder verkaufe ich die erstmal? Nee, ich sammle die. Und genau, Heiltränke wollten wir noch holen. Da. Was habe ich gedrückt? Habe ich irgendwie Gold kaufen gedrückt? Wie bin ich denn darauf gekommen? Alles klar. Ich habe zu wenig Geld. Hahaha. Kann ich noch gar nicht kaufen. Also muss ich mich mit dem begnügen und des Öfteren auch mal Brot essen. Dann kaufen wir noch einmal Brot hinzu. So. Da sehe ich gerade noch eine Quest. Was für die? Sammle 8 Klauenkeknüffel. Nehmen wir auch mit. Was ist das für einer? Klassenausbilder. Junior-Klassenausbilder? Ja, ist nichts für uns. Gut, wir gehen jetzt erstmal weiter ab. Damit wir gleich weitermachen können. So. Hallo. Eine schicke Armbrust. Ich glaube, ich werde wohl diese Armbrust nehmen. Schild brauche ich nicht, also ich nehme die Armbrust. Super. Rüste die gleich aus. So, die haben wir. Dann wollten wir genau, siehst du, ich habe das wieder vergessen gehabt. Ein Zauberbuch Talente. Ja, wir können jetzt 2 Punkte vergeben. Ach, je. Gehe ich jetzt auf Mörder oder gehe ich auf Bogenschütze? Bogenschütze, Talentbeherrschung. Stufe 1 vergiftet eine Waffe 30 Minuten lang. Heieiei. Schnelle Schritte. Ich kann mich im Moment echt nicht entscheiden. Ach, wisst ihr was? Ich mache einen auf Bogenschütze. So. Nehmen wir hier gleich die doch mit. So, und dann sind wir jetzt spezialisiert auf
Bogenschütze. Gut. Somit werde ich jetzt mal kurz. Ja, muss ich meine Zauber hier neu anordnen. Was ist das? Haltung verdoppelt die Tatkraft, Erholung und halbiert die Abklingzeit von schneller Schuss. Ist das jetzt ein dauerhafter Buff oder ein paar Sekunden Buff? Ein paar Sekunden Buff. So. Die Waffe kannst du vergiften. Dann machen wir das jetzt mal ganz einfach. Wir werden den dahin ziehen. Ja, ist alles nicht so einfach. Ich weiß nicht, wo ich. Puh. Okay. Das nutzen wir nicht andauernd, weil hält ja 30 Minuten. Schattenstreich lasse ich mal da drinne. Ja, lassen wir das mal so. Oder packe ich Schattenstreich da. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz was gucken. Automatisch angreifen ist das. Greift uns hier automatisch an. Ja, das ist ja auch Pillepalle. Dann haue ich mir den Schattenstreich hier einfach rein. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja auch, vielleicht brauche ich mich nicht spezialisieren. Vielleicht kann ich beides gehen. Ich weiß es gar nicht. Na, ich lasse das erstmal so. So, wir wollen auch ein bisschen vorankommen hier. Wir wollen ja noch was schaffen. Wir haben ja keine Zeit. So, okay. Aufträge. Hahaha. Nee. Nicht so schnell. Nicht so schnell, Tom. Wir können erstmal alten Kram noch verkaufen. Da oben. Oh, ein Hoppelhase. Es ist natürlich in diesem Part nicht so viel passiert. Aber man muss sich auch vorbereiten. Also man kann ja nicht einfach loslaufen. wir wollten unseren alten Bogen verscherbeln. Wir sind 5. Super, wir können das nächste Geschenk aufmachen. Oh, mal gucken, was da drin ist. So, da haben wir doch Rüstungsteile. Sehr schön. Das nehmen wir erstmal alles mit. Eine Schriftrolle der Beweglichkeit nehmen wir auch mit. Heiliger Segen. Können wir gleich nochmal gucken. Und dann haben wir das nächste Geschenk. So, das nächste Geschenk geht erst mit Level 10. Ha, okay. Die Brust kann ich erst mit Level 6. Die Hose dann wahrscheinlich. Nee. Mit Level 8. Ich kann aber die Schulter. Ah, die Schulterdinger kann ich schon tragen. Machen wir doch glatt. So, was ist das? Gewonnene Erfahrung durch das Töten von Monstern um 50% erhöht. Hält eine Stunde an. Den heben wir uns auf. BZW, den packe ich mir hier rein. Und, ach, guck mal hier, hier habe ich ja noch Heiltränke. Alles klar. Dann lassen wir das. Und gehen jetzt erstmal schnell die restlichen Quests noch ab. Aber es sieht schon wirklich so ein bisschen wie WoW aus. Also ich kenne WoW ja noch so vom ersten Tag an. Und da sieht es für mich genauso aus wie WoW. Also ich kann es nicht anders sagen. Hallo. So. Okay. Den haben wir abgegeben. Der hat nichts Neues. Das ist gut. Aufträge. Den müssen wir noch abgeben. Wo ist der? Der ist da oben. Na, ist ja nicht weit. Moin. Hallo. 2 Silber. Her damit. Level 6 erreicht.
Level 6, ich konnte irgendwas mit Level 6 tragen, ne? Die Rüstung war das, glaube ich. Hurra, ich habe eine neue Rüstung. Geile Sache. Ja, Bluteimer freut sich auch, der hat neue Klamotten. So, jetzt muss ich erstmal wieder das zurechtschieben. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach. So geht das. Oh, da ist einer fast 70 geworden. Spieler Bla hat folgende Trophäe erhalten. Level 70. Ach, herzlichen Glückwunsch, Mann. Okay. Nächste Quest. War das jetzt abgeben? Das war abgeben, glaube ich, ne? Genau, die wollen wir abgeben. Kriegen wir jetzt irgendwas Feines dafür noch? Ja, Rüstung haben wir schon, eine bessere. Und dann haben wir Lehrlingsrock. Ob Bluteimer so mit dem Rock gut aussieht, aber nehmen wir mit. Machen wir. So, Bluteimer kriegt erstmal einen Rock. Ich glaube, ja, der Rock ist auch besser. Naja, sieht doch nicht schlecht aus. Okay. So, schaue ich mal auf die Minutenzahl. Wir sind wieder bei 37 Minuten. Mein Gott, ich habe doch noch gar nichts gemacht. Gut, okay. Dann war es das erstmal mit diesem Part. Und ich mache jetzt hier erstmal Schluss und wir sehen uns dann in Part 3 zu Order and Chaos wieder. So, bis dann, danke fürs Zuschauen, euer Tom und euer Bluteimer. Bis dann, tschüss.